Lindner fordert eine offenere Kommunikation zur Ukraine-Politik in Ostdeutschland. Schierdewan fordert Lohnoffensive für den Osten. Und Rheinland-Pfalz Ministerpräsidentin Malu Dreyer tritt zurück. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 19. Juni. Finanzminister Christian Lindner fordert eine offenere Kommunikation zur Ukraine-Politik in Ostdeutschland. Wir müssen den Menschen in Ostdeutschland die Ukraine-Politik der Bundesregierung in aller Offenheit erklären, sagt er der Rheinischen Post. Bei den Ukraine-Hilfen gehe es auch um deutsche Interessen. Anlässlich des Treffens der Ostministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz fordert Martin Schierdewan, Vorsitzender der Partei Die Linke, eine Lohnoffensive für den Osten und nachhaltige Investitionen in neue und gut bezahlte Arbeitsplätze. Das Treffen der ostdeutschen Ministerpräsidenten mit dem Kanzler muss der Auftakt sein für eine Investitionsoffensive. Die abgehängten Teile des Ostens, in denen die AfD besonders stark abgeschnitten hat, sind oft auch die wirtschaftlich schwächsten Regionen. Hier haben die Menschen oft zu Recht das Gefühl, dass die Bundespolitik sie vergessen hat. Zudem brauchen wir eine Lohnoffensive Ost, denn die ostdeutschen Löhne sind im Jahresdurchschnitt 13.000 Euro geringer für vergleichbare Berufe in Westdeutschland. Darum mehr Tarifbindung und flächendeckende Tarifverträge sowie einen höheren Mindestlohn von 15 Euro, dies teilte Die Linke in einer Pressemitteilung mit. Wie mehrere übereinstimmende Medien berichten, hat die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, ihren Rücktritt angekündigt. Laut Informationen vom Spiegel soll Arbeitsminister Alexander Schweizer ihr Nachfolger werden. Das neue staatliche Vergleichsportal zu den Kliniken in Deutschland, der sogenannte Klinikatlas, soll verständlicher und übersichtlicher werden. Wir unterziehen den Klinikatlas einem umfassenden Update, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach der Rheinischen Post. Statt wie bisher für 23.000 verschiedene Eingriffe solle die neue Version zunächst für die 20 wichtigsten Eingriffe zeigen, wie gut welches Haus hier ist. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, wurden im ersten Quartal 2024 in Deutschland rund 28.200 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet. Das waren 2,3% mehr als im ersten Quartal 2023. Damit war nach dem Rückgang im vierten Quartal 2023 wieder ein Anstieg im Vorjahresvergleich zu verzeichnen. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist es bewölkt, bei einer Tiefsttemperatur von 11 Grad. Am Donnerstag zeigt sich der Himmel tagsüber bewölkt, bei einer Höchsttemperatur von 23 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.